will ihren Bürgermeister loswerden. Der Grund, die Gemeinde kämpft derzeit mit finanziellen Problemen. Trotzdem will der Bürgermeister sein Gehalt erhöhen, und zwar gleich um ein Viertel. Diese Gesichter sagen mehr als 1000 Worte. Die Bewohner im steirischen Liebach sind nicht gut auf ihren Bürgermeister zu sprechen, denn er will mehr Gehalt, genau um 25% mehr. Für die Bürger hier kommt das nicht in Frage. Wenn das Gemeindebudget der Liebacher Gemeinde positiv abgeschlossen hätte dieses Jahr oder auch die letzten Jahre, dann soll er sein Gehalt haben, dann hat er es ja verdient. In dem Fall ist es so, dass die Gemeinde relativ hoch verschuldet ist. Im Umkreis ist es die höchstverschuldete Gemeinde. Weil wenn ich halt zu meinem Chef gehe und ich sage, ich brauche 25% Gehaltserhöhung, sagt er, suchen Sie sich einen anderen Job. So schaut's aus. Der Bürgermeister meint aber, die 25% Gehaltserhöhung stehen ihm gesetzlich zu. Um die Mehrleistung, die erbracht wird und die Mehrleistung, die dann abgegolten werden soll. Und dass das halt dieser Prozentsatz ist, ist einfach eine Sache, die nicht ich persönlich festlege, sondern die einfach das steirische Bezügegesetz einfach vorsieht. Der Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung ist zudem perfekt. Bald sprengt Liebach die 5000 Einwohnermarke und dann soll es beim neuen Gehalt nochmal 341 Euro monatlich draufgehen. Riesenglück hat eine 52-jährige Spanierin. Als sie auf die U-Bahn wartet, wird sie plötzlich ohnmächtig und stürzt auf die Gleise. Ein Polizist